Mit den Flüchtlingen hat die Globalisierung uns auch innenpolitisch erreicht. So Heiner Geißler, der Konservative und Querdenker, der leider vor kurzem verstorben ist und den wir gerade in Zeiten wie diesen noch sehr vermissen werden. Und mit diesem Zitat sind wir mitten im Thema der Berliner Reden 2017. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie die Themen Integration und Einwanderung zum Schwerpunkt der Sommerredenreihe gemacht haben. Manchmal erscheint es mir ja, als wäre der Flüchtling, wie Brecht es einmal sagte, nur der Bote des Unglücks. Er erinnert uns an unsere eigene Verwundbarkeit und sagt uns, dass auch unsere eigene Welt nicht mehr so in Ordnung ist. Ja, unsere Welt befindet sich im Wandel und die Geflüchteten, die Flüchtenden sind die Boten dieses Wandels. Insofern heißt für mich, über Integration reden, auch über uns zu reden, darüber, wer das Wir in unserem Land ist, wer dazugehört und wer womöglich nicht. Und aus vielen Gesprächen, nicht nur in Talkshows, sondern direkt mit Bürgern, erfahre ich immer wieder, dass natürlich Zuwanderung und Integration sehr aufgeladene Fragen sind. Und gerade wenn das so aufgeladene Fragen sind, sollten wir auch in Wahlkampfzeiten darüber sprechen. Denn ein guter Wahlkampf heißt auch immer, es gibt eine erhöhte Aufmerksamkeitsspanne für Politik. Und insofern sollten wir das auch nutzen, um kompliziertere, unbequeme Fragen zu bearbeiten. Ich will Sie jetzt nicht beunruhigen, das ist keine Talkshow, kein Duell, kein Quartett. Ich werde auch nicht eher gehen, wenn mir Ihre Fragen zu kritisch sind, wie das vielleicht andere machen. Ich will jetzt auch nicht einfach hier das Wahlprogramm der Linken im 1:1 vortragen, auch wenn dort wirklich gute Punkte drinstehen zur Bekämpfung von Fluchtursachen, zur Verteidigung des Grundrechts auf Asyl und natürlich für die soziale Offensive für alle. Mir geht es heute um was anderes. Ich möchte einige Überlegungen mit Ihnen teilen, über die meiner Meinung nach viel zu angstbeladen diskutiert wird gegenwärtig. Einwanderung und Integration sind zwei große Herausforderungen unserer Zeit. Und vielleicht ist Migration auch die neue revolutionäre Bewegung im 21. Jahrhundert, wenn wahrscheinlich auch wider Willen. Die Menschen folgen kaum noch revolutionären Fahnen. Manchen mag das gefallen. Mir jetzt nicht ganz so. Aber es ist halt so, sie folgen dann doch lieber individuell und massenhaft dem Navi auf ihrem Handy. Und viele fordern keine bessere Regierung, sondern gehen einfach in ein ihrer Meinung nach besseres Land. Und wir haben nun ganz grundsätzlich die Wahl. Wir können Migration und Zuwanderung als etwas Schlechtes begreifen, etwas, das man unbedingt verdrängen muss. Oder aber wir können sie gestalten. Und ich meine, Verdrängung ist der falsche Weg. Zunächst eine grundsätzliche Bemerkung zur Migration. Migration ist eine Konstante in der Menschheitsgeschichte. Die alte Bundesrepublik hat etwa seit dem Zweiten Weltkrieg Millionen von Vertriebenen aufgenommen. Es kamen Migrantinnen, Flüchtlinge und später die sogenannten Gastarbeiterinnen. Es gab Konflikte, Debatten, es gab Diskriminierungen, aber es gab auch einen kämpferischen Aushandlungsprozess und letztlich eine echte Bereicherung für dieses Land. Und diese Bereicherung betrifft das Staatsbürgerrecht, die Kultur, das Straßenbild, die Art, wie wir selbst sind und selbst, was wir essen. Auch die Anerkennungskämpfe der sogenannten Gastarbeiterinnen haben dieses Deutschland demokratisiert. Denn spätestens seit den 1960er Jahren war es zumindest im Stadtbild der großen Städte und auch auf der Arbeit vorbei mit einer homogenen, quasi rein deutschen, weißen Gesellschaft. Und das hat diesem Deutschland sehr gut getan. Deutschland hat eine lange Geschichte der Auswanderung. Vom 18. Jahrhundert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 gab es eine stetige Auswanderung nach Amerika. Insgesamt 5,5 Millionen Deutsche verließen das Land nach Amerika für eine bessere Zukunft. Und wenn wir uns ihre Gründe damals anschauen, so finden wir doch viele Ähnlichkeiten mit den Motivationen der Flüchtenden heute. Aus Deutschland nahm im Zuge der gescheiterten Revolution von 1848 die Auswanderung nochmal sprunghaft zu. Als klar wurde, dass der reaktionäre Adel vorerst gewonnen hatte, als klar wurde, dass die Entwicklungsperspektiven gleich null waren, beschlossen viele zu gehen. Unzählige Deutsche wollten nicht länger ihr Leben als unmündiger Untertan in einem der feudal regierten Kleinstaaten fristen und entschlossen sich wegzugehen. Einige gingen nach Brasilien, andere entschieden sich für die Überfahrt nach Nordamerika. Nordamerika versprach freies Ackerland und damit Einkommen. Amerika versprach damals eine in Deutschland weithin unbekannte Glaubensfreiheit und ein Ende der Adelsherrschaft. Jeder und jede konnte zumindest auf dem Papier etwas werden. Amerika versprach damals Freiheit und Demokratie. Ja, auch Deutschland versprach in den 60er und 70er Jahren und verspricht heute irgendwie auch noch Arbeit und auch Demokratie.
Dennoch war es ein jahrzehntelanger Kampf gegen den alltäglichen Rassismus und für Teilhabe. Und letztlich war es auch ein Kampf darum, dass die Anwesenheit von Menschen, die andere Sprachen und vermeintlich andere Kulturen pflegen, als eine Selbstverständlichkeit empfunden wird. Dennoch ist heute etwas anders. Deutschland wirbt heute nicht ab. Wir erleben auf globaler Ebene die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Nach Angaben des UNHCR waren Ende 2016 65,9 Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind immerhin 300.000 mehr als noch im Jahr zuvor. Die allermeisten leben als Binnenvertriebene. Man sagt, dass 9 von 10 Flüchtlingen in den sogenannten Entwicklungsländern, andere sagen eher globalen Süden, leben. Nur gerade mal 3% schaffen es, in die Europäische Union zu kommen. Die Europäische Union hat 510 Millionen Einwohnerinnen. Und wenn wir im Gegenzug die Zahl nehmen der Schutzsuchenden aus dem Jahr 2015, 890.000, so würde ich mal sagen, wir haben keine Flüchtlingskrise erlebt, sondern eine politische Krise der EU. Und dass die EU es nicht geschafft hat, eine gemeinsame solidarische Lösung für diese Frage zu finden, ist eine der größten politischen Bankrotterklärungen dieser EU. Es ist mittlerweile ein Allgemeingut, dass diese Krise, wenn man sie so bezeichnen will, ihren wesentlichen Ausgangspunkt im syrischen Bürgerkrieg hatte. Sicher müssen wir auch das kriegszerstörte Afghanistan zurechnen. Aber Syrien war durchaus ein Wendepunkt für die Ereignisse im Jahr 2015. Viele Menschen hielten es nicht mehr aus, nur noch die Opfer eines Weltstellvertreterkrieges zu sein. Eines Stellvertreterkrieges, in dem so ziemlich alle Regionalmächte und Großmächte wie die USA und Russland involviert sind. Und so beschlossen viele, der Hölle in ihren zerstörten Städten oder den Flüchtlingslagern zu entkommen. Sie kamen nach Budapest und von dort aus in einem schon fast biblisch zu nennenden Exodus zu uns, nach Deutschland. Dieser Marsch stellte nicht nur Europa auf eine ungeheure Probe. Die Politik, die Institutionen, sicher auch unsere Gesellschaft waren auf diesen Eintritt all jener, die einer Welt des Krieges entkommen wollten, schlichtweg nicht vorbereitet. Natürlich gab es bereits im Frühjahr 2015 erste Warnungen, dass da eine große Fluchtbewegung auf dem Balkan ansteht, Warnungen vom UNHCR, auch von der Grenzpolizei, aber die Bundesregierung hat diese Warnungen einfach weggewischt. Man wollte nicht wissen, was man kommt, weil man irgendwie glaubte, man könne noch davon kommen. Im Sommer 2015 sind dann sehr viele gekommen, die unsere Demokratie und die Lebenssicherheit in diesem Land und in diesem Europa als ein Überlebensangebot verstanden haben. Sie waren der Meinung, dass ihnen, die vor Krieg und Elend geflohen waren, ein Recht auf Schutz zusteht. Die Geflüchteten haben damit vielleicht unser Demokratieversprechen und Menschenrechtsversprechen ernster genommen, als wir es zuweilen selber tun. Ich erinnere hier nur an die Abschottung im Mittelmeer und das spätere Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Wir können auch sagen, die Neuankömmlinge nahmen die Europäische Union beim Wort. So wie Deutsche im 19. Jahrhundert an das Leben in Freiheit und das Streben nach Glück in der US-amerikanischen Verfassung glaubten. Spätestens seit dem Sommer 2015 ist eins klar: Unsere Welt hat kein Außen mehr. Kriege, Flucht und Vertreibung finden nicht mehr irgendwo anders statt, sondern die Verdammten dieser Erde kommen zu uns. Und deswegen glaube ich auch, dass jede gute Integrationspolitik mit einer guten Außenpolitik beginnt. Die klassischen Abgrenzungen funktionieren nur noch bedingt, wenn die Globalisierung die Grenzen für Ideen, Waren und Kapital geöffnet hat. Wir leben heute in einer Welt, in der nahezu alle mit ein paar Mausklicks alles vergleichen können. Das gilt nicht nur fürs Shopping im Internet, sondern auch was die Lebenssituation anbelangt. Die Globalisierung hat unsere Welt also auch in ein Dorf verwandelt und dieses Dorf lebt unter der Vorgabe des globalen Vergleichs. Gehen wir noch mal gedanklich zurück in den Sommer 2015. Viele haben spekuliert, warum die Bundesregierung damals die Grenzen geöffnet hat. Ich meine, das, was wir dort erlebt haben, war keine Grenzöffnung, sondern die Bundesregierung hat einfach die Grenzen nicht geschlossen. Und wie hätte denn eine Alternative zu dieser verweigerten Grenzschließung aussehen sollen? Hätten deutsche Grenzschützer mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Stacheldraht und Gewehren versuchen sollen, flüchtende Familien, darunter Frauen und Kinder, zurückzudrängen? Stellen wir uns noch mal kurz vor, wie das ausgesehen hätte. Deutsche Soldaten, die auf Männer, Frauen, Kinder schießen, sie gewaltsam zurückdrängen. Diese Bilder wäre Deutschland auf lange Zeit nicht wieder losgeworden. Ich möchte noch einen Aspekt zu dieser verweigerten Grenzschließung beitragen. Ich glaube, dass dieses Ereignis gar nicht so außergewöhnlich ist.
Und ich sage das auch als jemand, der in der DDR geboren wurde. Nun sind die Erfahrungen der Ostdeutschen nicht zu vergleichen mit jenen, die vor wirklich Bürgerkrieg und Elend fliehen mussten. Aber ich kann vielleicht so ein bisschen ahnen, was es heißt, von einem Land in ein anderes zu kommen. Und ich kenne den Unterschied zwischen geschlossenen und offenen Grenzen. 1989 vereinigte sich das geteilte Deutschland und auf einmal war der Osten im Westen. Und ich als demokratische Sozialistin habe das immer begrüßt. Aber trotzdem weiß ich, wie aufwühlend und wie für viele ungerecht diese Vereinigung sich vollzog. Sie ist sicherlich an vielen Punkten in der wirtschaftlichen Gleichstellung immer noch nicht abgeschlossen. Ich spreche da nur die Lohnunterschiede an, den niedrigeren Rentenwert Ost, den unwiderruflichen Verlust von Arbeitsbiografien. Viele Ausbildungen, die damals Anerkennung genossen, zählten auf einmal nichts mehr. Und viele, die die Wende begrüßten, fühlten sich nach einigen Jahren noch immer fremd im eigenen, inzwischen größer gewordenen Land. Trotzdem wird die politische Öffnung der innerdeutschen Grenze bis heute als ein historisches Freiheitsmoment eines demokratischen, vereinten Europas gefeiert und das zu Recht. Und das zeigt, bei allen Problemen, Zusammenkommen kann dann gelingen, wenn die politisch Verantwortlichen das wollen. Einheit droht aber dann zu scheitern, wenn die angestrebte Integration kein soziales Fundament hat. Und am Prozess der Wiedervereinigung kann man sehr gut sehen, dass wenn bestimmte Entscheidungen getroffen sind, in soziale Bindungsprozesse sofort folgen müssen. Das heißt, Freiheitsrechte brauchen immer auch eine materielle Unterfütterung. Wenn wir also etwas aus der deutschen Einheit lernen wollen, dann das, dass wir unsere Demokratie immer auch als eine soziale denken müssen. Als ein Gemeinwesen, das für alle gilt, das ist eine wichtige Voraussetzung für Integration. Dafür brauchen wir Mut, denn ohne Mut wird es uns nicht gelingen, die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu gewinnen. Der Mut von Zehntausenden von Syrerinnen und Syrern, einfach zu uns zu gehen, hat etwas in Bewegung gesetzt. Und darin liegt, glaube ich, ein besonderes Moment des Summer of Migration. Dadurch, dass diese Menschen jetzt bei uns sind, sind wir quasi als gesamte Gesellschaft gezwungen, uns einer wichtigen Debatte zu stellen. Wir erleben die Welt endlich als die eine gemeinsame Schicksalsgemeinschaft, die sie schon lange ist. Als eine Welt, deren dunklen Seiten so viel mit den Sonnenseiten zu tun haben, auf denen wir trotz alledem nun mal leben. Und mit der neuen Sichtbarkeit der Flüchtenden oder der Geflüchteten werden schließlich auch einige ihrer Lebensgeschichten deutlich. Und viele dieser Geschichten sind verflochten mit einer größeren Geschichte, der Geschichte globaler Ungerechtigkeit. Die einzelnen Fluchtbewegungen wurden zu einer größeren Migrationsbewegung und die hat die Abgrenzung, auf denen das weltweite Ausbeutungsgefälle basiert, durchkreuzt. Der Glauben der Flüchtenden an die Demokratie und die Freiheit in Europa bringt uns auch dazu, über die Aufgaben der Integration und der Herausforderungen der Fluchtbewegung zu sprechen, auch wenn die rassistische Mobilisierung alles tut, um dieses Nachdenken auszubremsen. Und hier verläuft für mich eine ganz zentrale Scheidelinie in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Sehen wir Zuwanderung als einen selbstverständlichen Prozess unserer Lebensweise, über deren Gestaltung wir gern kontrovers diskutieren können, oder ist es etwas Fremdes, was wir verdrängen müssen? Ich möchte da ganz unmissverständlich sein. All diejenigen, die meinen, dass sich unser Land aus dieser Welt ausschließen kann oder ausschließen sollte, denen sage ich, Verdrängung verursacht Leid und hält nur davon ab, sich den Lösungen zu stellen. Sozial geht heute nicht mehr allein im nationalen Tellerrand. Mit dieser Einsicht stehen wir nicht allein. Eine ganze Generation hat sich, um hier einmal den britischen Journalisten Paul Mason zu zitieren, freizügige Verhaltensweisen sowie Überzeugungen angeeignet, die die Rechten so verabscheuen. Die neuen Verhaltensweisen, das heutige Maß an Toleranz und die enge Bindung an die universellen Menschenrechte sind Produkte der Bildung und des technologischen Wandels. Dieses Weltverständnis müsste gemeinsam aus den Köpfen der jungen Generation gerissen werden. Zitat Ende. Was wir also gerade als Rechtsruck erleben, ist vielleicht auch deswegen so heftig, weil es womöglich das letzte Gefecht der Rechten ist. Es liegt an uns, dazu beizutragen, dass sie es verlieren. Wer jedoch ihre Deutungsmuster übernimmt oder wer als Talkshow-Moderator über Flüchtende nur als potenzielle Terroristen spricht, der sorgt hingegen dafür, dass die rechte Hetze Aufwind bekommt. Etwas weiteres kommt hinzu. Auch wir selbst müssen uns in diese neue Zeit integrieren. Denn wenn die Welt in Form der Zuwanderung in Deutschland ist, dann bildet diese zugewanderte Welt mit uns ein neues Land. Eine spezifisch deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar.
Dieser Satz stammt von Aydan Özoguz, der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung. In diesem Satz steckt viel Wahrheit. Und da kann ein Rassist wie Alexander Gauland mich gerne entsorgen, fragt sich nur, wohin nach Dresden, kein Problem, da komme ich her, so wie Aydan Özoguz aus Hamburg kommt. Dieses Deutschsein, das Gauland und Konsorten imaginieren, ist in sich bereits eine Konstruktion. Schon immer haben regionale Kulturen, Dankeschön, Einwanderung und Vielfalt unsere Geschichte geprägt. Die Globalisierung hat das, was sich in der Vergangenheit eher langsam ereignete, beschleunigt. Diese kulturelle Vielfalt ist manchmal auch anstrengend, aber sie macht halt die Stärke unserer Gesellschaft aus. Was wirklich anstrengend ist, und als Dresdnerin weiß ich ein bisschen, wovon ich rede, ist die kulturelle Einfalt von Pegida und Co. Die Beschwörung einer gemeinsamen, ganz homogenen Leitkultur schafft eben nicht Gemeinsamkeit, sondern grenzt aus. Und in diesem Sinne spreche ich mich für ein neues Verständnis von Staatsbürgerschaft aus. Meine Vorstellung von Staatsbürgerschaft beruht auf einem gemeinsamen Verständnis von Demokratie, Meinungsfreiheit und sozialer Gerechtigkeit statt auf Abstammungsgemeinschaften oder fiktiven genetischen Gemeinsamkeiten. Hierfür läuft für mich aber eine klare Scheidelinie zum Lager all derjenigen, die Deutschsein immer noch als eine ethnische Zugehörigkeit verstehen. Ich rede von denen, die sich um das Feuer des angeblich eigenen Stammes scharen, anstatt die Welt, wie sie ist, als ihre eigene anzunehmen. Auf dieser Basis diskutiere ich mit anderen in meiner Partei und in anderen Parteien darüber, wie das neue Wir in Deutschland aussehen kann. Dieses Wir hat übrigens zwei große Gegner, den rassistischen Fundamentalismus wie den islamistischen Fundamentalismus. Und letzteren darf man es niemals gleichsetzen. Mit der Religion Islam vielmehr gilt es, die aufgeklärten Kräfte zu stärken. Ja, Rassismus und Fundamentalismus sind die zwei großen Integrationshemmnisse. Beide profitieren von einer Brutalisierung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und beide wollen Frauen vorschreiben, was sie anziehen sollen. Ich jedoch meine, wir Frauen entscheiden das selber. Ob Burkini, Bikini oder oben ohne, das entscheiden wir Frauen selbst. Und die Fundis der verschiedenen Couleur, ob Salafisten oder AfDler, haben sich da einfach mal rauszuhalten. Doch zurück zur Frage, wer zu diesen Wir gehört. Ich meine, Deutschsein sollte an nichts anderes mehr gebunden sein, als in diesem Land zu leben und leben zu wollen. Was hier vermeintlich revolutionär klingt, ist es in der Sache gar nicht. Ich möchte an die Französische Revolution erinnern und an das Erbe der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit und damals hieß es Brüderlichkeit, wir würden zeitgemäßer Geschwisterlichkeit sagen. Die Französische Revolution erlebte mehrere Verfassungen. Eine davon war die Jakobiner-Verfassung aus dem Jahre 1793. Sie gewährte die Bürger und damit alle Menschenrechte nur den Männern. Das ist natürlich unhaltbar. Allerdings gewährte sie diese Rechte auch allen Ausländern, also allen Menschen, die mindestens ein Jahr in Deutschland lebten, in Frankreich arbeiteten, dort Eigentum besaßen, eine Französin geheiratet hatten. Und sie gewährte die Bürgerrechte auch all jenen, die sich, so hieß es, Zitat, Verdienste um die Menschheit erworben hatten. Das mag nicht ausreichen. Aber wir sollten uns erinnern, wenn wir heute über Staatsbürgerschaftsrechte reden, dass bereits im Urknall der Aufklärung die Forderung nach einer Entnationalisierung der Bürgerrechte auftauchte. Wenn wir also sagen, dass Menschenrechte auch immer Bürgerinnenrechte sein sollen, dann sind im Umkehrschluss Bürgerinnenrechte eben auch Menschenrechte. Und damit befinden wir uns mitten im umkämpften Heute der Migration. Und Sie können mir glauben, ich diskutiere diese Fragen nicht nur in Berlin, Mitte oder in Kreuzberg, sondern auch in Plattenbauten, in Dresden, in Hausfluren, in denen einem die Perspektivlosigkeit direkt ins Gesicht anspringt, auf Marktplätzen oder auch in Einkaufspassagen in Bayern. Und insofern weiß ich sehr genau, was für Widerstände und Antworten einem bei solchen Aussagen entgegenschlagen. Und trotzdem bleibe ich bei diesem Ansatz. Wenn also die Themen Migration und Integration mit solcher Wucht auf unserer Tagesordnung trennen, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können versuchen, ängstlich auszuweichen oder wir beginnen, um Mehrheiten für wirklich progressive Antworten zu kämpfen. Und ich spreche mich gegen das ängstliche Ausweichen aus und praktiziere das auch so. Was können wir also tun? Ich beginne im Außen und das heißt, wir müssen die Fluchtursachen abbauen. Integration daheim kann nicht gelingen, wenn wir die Welt auch da draußen so lassen, wie sie ist. Leider wurde die Formulierung Fluchtursachen bekämpfen, wie ich finde, von der Bundesregierung umgedeutet. Fluchtursachen bekämpfen meint heute einfach oft, dass man fragwürdigen Despoten oder Milizen Geld gibt, damit sie ihren Sicherheitsapparat aufrüsten und uns irgendwie, Klammer auf, man will ja gar nicht so genau wissen, Klammer zu, wie die Flüchtlinge vom Hals halten. Ich meine, die nachhaltige Bekämpfung von Fluchtursachen muss sich folgende Erkenntnis stellen. Unser Wohlstand hier basiert auf einer doppelten Ausbeutung dort.
einer Ausbeutung der Naturressourcen und einer unwürdigen Ausbeutung der Arbeitskräfte. Ausbeutung von Arbeitskräften, zum Beispiel in Textilfabriken, auf Kaffeeplantagen, in Minen, bei Koltanabbau in Kongo oder in abgeholzten Regenwäldern. Die Beteiligung westlicher Konzerne und Banken am Landgrabbing, am Landraub oder Oceangrabbing, also der Überfischung, entzieht Menschen im globalen Süden jegliche Chance auf eine Lebensgrundlage. Und die von der EU durchgesetzte EPA-Freihandelsabkommen tragen ihr Übriges dazu bei, um in Afrika die lokalen Märkte zu zerstören. Wir müssen die globale Ungerechtigkeit als einen der Schlüssel für die Krisen dieser Welt begreifen. Die Umwelt- und Klimakrise droht zudem in den nächsten Jahrzehnten Millionen Menschen zu Flüchtlingen zu machen. Und das wird eine unumkehrbare Flucht sein. Es wird eine unumkehrbare Flucht sein, denn ein steigender Meeresspiegel bleibt unumkehrbar. Und eine jahrelange Dürre verwüstet auf Dauer ehemalige Siedlungszonen. Auch deshalb können wir beim Klimaschutz nicht auf Zeit spielen. Ich kann es auch drastischer sagen. Solange auf der Welt ein derartiger Raubtierkapitalismus herrscht, in dem die 8 reichsten Menschen so viel Privatvermögen besitzen wie die 3,5 Millionen Ärmsten, solange werden die Armen vor unserer Tür stehen. Solange alle paar Sekunden ein Kind an Hunger stirbt, obwohl die globale Landwirtschaft heute 12 Milliarden ernähren könnte, solange werden die Menschen zu uns kommen. Es besteht also zwischen dem Wohlstandsgefälle und den Fluchtbewegungen eine direkte Verbindung. Und wenn wir sagen, dass nicht die ganze Welt nach Europa kommen kann, dann müssen wir eben auch die Frage beantworten, was kann Europa tun, damit die Menschen dort, wo sie aufgewachsen sind, auch eine Perspektive haben. Da wird es keine schnellen Lösungen geben. Aber umso wichtiger ist es, dass wir schnell damit beginnen. Und wir können noch so viele Schiffe aufs Mittelmeer schicken. Wir können auch alle Menschenrechte verletzen. Aber wir werden die Unglücklichen, die anderswo ihr Glück suchen müssen, auf längere Sicht nicht abhalten können. Wir wissen aus der Geschichte doch eins, dass in der Not der Erfindungsreichtum keine Grenzen kennt. Das Einzige, was wir mit Abschottung erreichen werden, ist, dass der Horror der Lage und der Zynismus der Zäune auf uns zurückfällt. Wir müssen uns entscheiden, Demokratie oder Abschottung. Wenn wir auf der einen Seite Fluchtursache abbauen wollen, müssen wir auf der anderen Seite die Einwanderung erleichtern und auf ein rechtliches Fundament stellen. Es gibt 2 Möglichkeiten, über Einwanderung zu diskutieren. Das eine ist entlang von Nützlichkeitskriterien. Was braucht der deutsche Arbeitsmarkt? Was bringt der Einwanderer mit? Viele Parteien bevorzugen letztlich eine solche Klassifizierung. Das hat auch Vorteile für den deutschen Arbeitsmarkt. Wir eignen uns einfach die Ausbildungserfolge anderer Regionen an und wir picken uns zynisch die Rosinen der, sagen wir, menschlichen Ressourcen heraus. Ich meine aber, Zuwanderung ist kein Supermarkt, in dem wir uns das beste Produkt einfach so rauspicken können. Vielmehr sollten wir über das nachdenken, was wir als Linke eine solidarische Einwanderungsgesellschaft nennen. Nun haben wir in unserem Wahlprogramm nicht ausdrücklich einen durchdeklinierten Einwanderungsgesetzentwurf drin. Der Grund dafür ist auch, dass viele Linke aus guten Gründen einer Verwertungslogik von nützlichen und nutzlosen Einwanderern misstrauen. Ich teile diese Kritik ausdrücklich und meine dennoch, dass wir uns darüber hinaus wagen sollten. Und deswegen habe ich mich sehr über einen Diskussionsvorschlag aus einigen Landtagsfraktionen gefreut. Ein linkes Einwanderungsgesetz wäre demnach ein neuer Gesellschaftsvertrag, der die existierenden Grenzen durchlässiger machen müsste und zugleich den Rechtsstatus der hier Lebenden sichern müsste. Ich möchte über Regeln zur Einwanderung diskutieren, die nicht nur darauf bauen, eine legale Einreise zu regeln, sondern die rechtliche Gleichstellung aller in Deutschland lebenden Menschen zur Bedingung hat. Das wäre ein fundamentaler Unterschied zur aktuellen Praxis. Ein solches Einwanderungsgesetz muss dabei von einer offensiven Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik begleitet werden. Wenn wir eine demokratische Einwanderungs-, Migrations- und Inklusionspolitik möchten, müssen wir als allererstes eins klar haben, dass wir von Deutschland als Einwanderungsland sprechen. Wir gewähren da nicht etwas großzügig, sondern wir schaffen gleiches Recht und gleiche Möglichkeiten. Und dazu müssen wir 3 Dinge in Angriff nehmen. Erstens, Asylrecht verteidigen. Das heißt, das bestehende Asyl- und Flüchtlingsrecht verteidigen und ausbauen. Und hier geht es auch darum, den Schutzanspruch um die Verletzung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten zu erweitern. Das betrifft die Genfer Flüchtlingskonvention, den Status des Klimaflüchtlings und den Kanon unserer Asylgesetzgebung. Zweitens, den Erwerb der Staatsangehörigkeit erleichtern. Für mich ist es ein Schritt zur umfassenden bürgerrechtlichen Gleichstellung von Migranten.
Mehrfache Staatsangehörigkeiten sollten möglich sein. Und das ist ja auch in verschiedenen Ländern bereits möglich. In Brasilien, Argentinien, Griechenland, Irland, Spanien, Jamaika, Israel, um nur einige zu nennen. In manchen Ländern gibt es Einschränkungen, in anderen ist es frei. Warum also nicht bei uns? Drittens geht es um das Einwanderungsrecht selbst. Das wäre ein Angebot an all jene Menschen, die nicht über den Weg des Flüchtlingsschutzes oder des Asylverfahrens eine Schutznorm in Anspruch nehmen können, sondern aus anderen Gründen hier leben wollen. Ein solches Einwanderungsgesetz sollte den bestehenden Wust an Aufenthaltsregeln und Duldungsregeln sozusagen überwinden und eine zentrale Frage stellen. Gibt es einen sozialen Anknüpfungspunkt? Das heißt, wer in Deutschland leben, arbeiten, studieren, sich ehrenamtlich einbringen will, der sollte die Möglichkeit bekommen, hier zu leben. Dafür brauchen wir eine Visa-Regelung, die eine legale Einreise ermöglicht, auch um zu vermeiden, dass Menschen auf lebensgefährliche Fluchtrouten oder kriminelle Schlepperbanden angewiesen sind. Anstatt aber, dass man wie bisher vorher nachweisen muss, dass der Lebensunterhalt schon gesichert ist, sollte der Einreisende folgende Frage beantworten. Welcher soziale Ankerpunkt besteht oder wird angestrebt? Wer also sagen kann, wie er hier leben möchte, sollte prinzipiell die Möglichkeit einer Einreise bekommen. Natürlich gibt es Ausschlüsse. Wer zum Zwecke der Spionage oder um Gewaltakte zu begehen kommen möchte, hat kein Recht auf Einreise. Gleiches gilt für all diejenigen, die mit Waffen oder Sprengstoff kommen wollen, an sich eine Selbstverständlichkeit. Eine legale Einreise nach diesem Einwanderungsgesetz würde dann für ein Jahr gelten und danach müsste es einen Nachweis geben, wie der Betroffene hier leben möchte. Wenn der Einreisende eine Perspektive glaubwürdig begründen kann, dann sollte er die Chance auf einen verlängerten Aufenthaltstitel bekommen. Einreisende haben dann das Recht auf Sprachkurse, Zugang zur Arbeit und so weiter. Zugleich ist aber auch ein Migrant verpflichtet auszureisen, wenn keine Aufenthaltserlaubnis nach den neuen Einwanderungen, nicht nach den heutigen Regeln, mehr besteht, wenn die Rechtsmittel gegen eine ablehnende Entscheidung abgelehnt wurden oder wenn kein Abschiebehindernis mehr vorliegt. Das wäre in etwa der Kern des Konzeptes. Da gibt es noch viele juristische Feinheiten in den Ausführungen. Da kann man auch vieles kritisch diskutieren. Aber im Wesentlichen geht es mir darum, einen Vorschlag stark zu machen, der sich vom repressiven Charakter des heutigen Einwanderungsrechts verabschiedet und eben in der Einwanderung auch einen Gewinn für unsere Gesellschaft sieht. Ein modernes Einwanderungsrecht und Integrationsrecht braucht zudem einen Sozialstaat, der tatsächlich vor Armut schützt. Und all diejenigen, die schon immer hier waren und sich als Verlierer der Globalisierung fühlen, so manche auch mit Recht, sollten erfahren, dass es eben auch um sie geht bei unserem Nachdenken. Das erhöht auch die Chancen, dass sie akzeptieren, dass andere ebenso partizipieren können. Nur wenn wir über soziale Sicherheit für alle reden, kommen wir weg von einer Integrationsdebatte, in der soziale Probleme dann in religiöse oder eben ethnische Konflikte umgedeutet werden. Und das Geld dafür ist da. Wir müssen uns nur trauen, entsprechende Steuern, entsprechend sozusagen Reiche und Konzerne stärker zu besteuern. Ohne das Querschnittsthema der Umverteilung des Reichtums wird es in keinem Politikfeld heute noch eine fortschrittliche Entwicklung geben. Wir müssen uns klar machen, dass wir diese Fragen nicht nur in Berlin diskutieren, unter uns verhandeln, denn wir erleben in diesem Land und in Europa gerade eine Rückkehr in die nationale Wagenburg. Ich sage nur die Stichworte Brexit oder die flüchtlingsfeindliche Haltung vieler osteuropäischer Staaten. Wir erleben quasi eine doppelte Spaltung. Da ist zunächst die historische zwischen Arm und Reich, aber zu diesem alten Klassenverhältnis, wie wir Linken sagen würden, ist inzwischen ein neues hinzugetreten, und zwar eine zunehmende Spaltung zwischen denjenigen, die mobil sind, die überall sein könnten oder sind und die sich selber auch als Gewinner der Globalisierung verstehen. Sie sind weltoffen und können an unterschiedlichen Orten leben. Sie leben gewissermaßen im Überall. Und demgegenüber gibt es jene, die irgendwie im Nirgendwo leben. Sie besitzen einen Job, haben ihre eine Identität. Sie leben beispielsweise im ländlichen Raum, in strukturschwachen Regionen. Und wenn das, was sie bisher als Arbeit kannten, ihre Region verlässt, wenn also die Arbeit sozusagen emigriert, dann bleiben sie zurück. Der linke Historiker Erik Hobsbawm sagte bekanntlich, die Menschen fangen immer dann an, über Identitäten zu reden, wenn sie aufhören, über Gemeinsamkeiten zu sprechen. Ich befürchte also, dass dieser Widerspruch dominanter wird, wenn die soziale Spaltung nicht überwunden wird. Das ist nicht nur eine Frage des Einkommens, sondern natürlich auch der Haltung, wie erfahre ich die Welt. Und auch der Wahlsieg von Donald Trump basiert auf diesen ökonomischen wie kulturellen Verlusterfahrungen. Das ist ausdrücklich keine Entschuldigung dafür, zum Rassisten zu werden. Und ich halte auch nichts von so monokausalen Erklärungsmustern, so wie arm plus arbeitslos ist gleich Rassist. Nein, aber Abstiegsängste und Existenzängste bereiten einen Nährboden,
Wenn dann noch das gesellschaftliche Klima der ständigen Konkurrenz dazukommt, dann sozusagen wird der Nährboden besonders gut. Und dass diese Saat dann heutzutage so gut aufgeht, das ist eben auch ein Erbe des Neoliberalismus. Seine Verachtung gegenüber der sozialen Demokratie hat zu einer bindungslosen Welt geführt, gegen die sich ganze Bevölkerungsgruppen begonnen haben zu verbarrikadieren. Das fehlende Vertrauen, etwas ändern zu können, gekoppelt mit einem Gefühl des Ausgeliefertseins, macht insofern nicht nur Angst, sondern führt zu Rückzug. Hannah Arendt charakterisierte dieses Phänomen als eine Furcht, die eben kein Prinzip des Handelns ist, sondern nichts anderes als im Gegenteil die Verzweiflung, nicht handeln zu können. Wir können diesen Verlust des Gemeinschaftlichen oder eines sozialen und kulturellen Heimatgefühls nur mit einer umfassenden sozialen Offensive für alle und einer Stärkung des Öffentlichen begegnen. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt ansprechen, unterhalb eines Einwanderungsgesetzes, und zwar die aktuellen Bleibe- und Duldungsregelungen. Hier gibt es echten Handlungsdruck, wenn wir nicht noch eine weitere Generation verlieren wollen. Da geht es zum einen um die generellen Regelungen im Bleiberecht. Da hat es ja einige Verbesserungen gegeben, die erkämpft wurden, aber diese werden eben leider nicht entsprechend umgesetzt. Die an sich begrüßenswerte Regelung greift kaum, obwohl in Deutschland bisher 58.000 Menschen seit über 6 Jahren geduldet leben, haben bis zum Januar 2017 lediglich 900 Geduldete ein echtes Bleiberecht erhalten. Das sind beschämende Zahlen. Einen Punkt möchte ich nochmal besonders hervorheben bei diesen Duldungsregelungen, und das ist das Bleiberecht für Opfer rassistischer Gewalt. Ich finde, wir brauchen das dringend, und zwar bundesweit. Und wenn wir über die Opfer rassistischer Gewalt reden, dann kann ich uns einige Zahlen nicht ersparen. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres gab es gegenüber Flüchtlingsunterkünften 153 Angriffe, gewaltsame Übergriffe. Gegenüber Geflüchteten oder Migranten gab es außerhalb der Heime nochmal zusätzlich 287 Übergriffe allein im ersten Halbjahr dieses Jahres. Das heißt, wir reden von über mehr als 5 Übergriffen rassistischer Gewalt pro Tag. Und damit die Opfer ihre Erfahrungen angemessen verarbeiten können, brauchen die Betroffenen eine aufenthaltsrechtliche Sicherheit. Ich bin sehr froh, dass die Länder Brandenburg und Berlin bereits entsprechende Bleiberechtsregelungen für Opfer rassistischer Gewalt erlassen haben. Und ich weiß, dass auch in Thüringen solcher Erlass gerade vorbereitet wird. Ich finde wirklich, diese Regelungen müssten in allen Bundesländern gelten. Ein Bleiberecht für Opfer rassistischer Gewalt würde es nämlich den Geschädigten auch ermöglichen, als Zeuge oder als Beobachter an den Gerichtsprozessen teilzunehmen. Und viele dieser Prozesse scheitern heute, weil potenzielle Zeugen bereits abgeschoben wurden, bevor das Verfahren überhaupt eröffnet wurde. Und ein solches Bleiberecht für Opfer rassistischer Gewalt wäre zudem eine klare Ansage an alle rechten Täterinnen und Täter. Wir halten eurem Hass das eindeutige Bekenntnis des Staates gegen rechten Hass und rechte Gewalt entgegen. Dieses Zeichen wäre gerade in Zeiten der wachsenden braunen Gewalt ach so wichtig. Die Willkommenskultur im Herbst 2015 war eine demokratische Errungenschaft. Und ich finde, diese gelebte Solidarität sollten wir auch in bessere rechtliche Regelungen überführen. Wir erleichtern die Chancen auf einen Aufenthaltstitel. Wir öffnen den Zugang zum Arbeitsmarkt. Für mich wäre das ein republikanischer Lackmustest, damit Integration und Teilhabe tatsächlich zu einem demokratischen Staatsauftrag werden. Natürlich wird es dagegen Widerstand geben. Wir werden ganz sicher einen Block aus FDP, CDU, CSU und AfD haben, gegen den wir in dieser Frage kämpfen müssen. Dennoch wäre eine solche Initiative vor allem eins: Sie wäre zutiefst vernünftig. Sie würde der Tatsache Rechnung tragen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und eine Teilhabegesellschaft werden soll, ja werden muss. Es gäbe also für eine mögliche fortschrittliche Mehrheit im Bundestag viel zu tun, aber jetzt bin ich schon sehr optimistisch, was die Mehrheitsverhältnisse in Zukunft anbelangt. Aber überlassen Sie, meine Damen und Herren, die Fragen der Integration niemals sozusagen allein den Berufspolitikerinnen. Denn ich will jetzt keine Kollegenschelte machen, aber wir brauchen diesen neuen Gesellschaftsvertrag. Genau deswegen braucht es die lebendige Einmischung aus Menschen, von kritischen Köpfen der Universitäten, der Sozialverbände, der zahlreichen Initiativen der Willkommenskultur. Und wenn ein Einwanderungsgesetz allein im Bundestag ausgehandelt wird, obliegt es immer der Konjunktur von Wahlkämpfen. Und ich finde aber, das ist eine zu wichtige Frage, um sie allein nur dem Parlament zu überlassen. Da braucht es eine lebendige gesellschaftliche Debatte.
Ich habe vorhin gesagt, dass gutes Zusammenleben die soziale Teilhabe von allen Menschen in unserem Land zur Bedingung hat. Wenn alle frei von Armut leben können, können wir all jenen, die glauben, etwas zu verlieren, wirklich Mut machen. Und wenn alle wissen, dass sie nicht benachteiligt werden, können sie vielleicht auch leichter die Scheu und die Angst vor dem Unbekannten überwinden. Das alles ist nicht immer einfach und es wird ein strapaziöser Aushandlungsprozess sein. Und es wird Strömungen geben, die sich schlichtweg der Zukunft verweigern wollen. Wir erleben gerade Nazis, Brandanschläge auf die Unterkünfte. In wenigen Wochen werden erstmals seit Jahrzehnten wieder Nazis im Deutschen Bundestag sitzen. Und wir müssen immer wieder die von den Rechtspopulisten geschürte Angst widerlegen, dass die Ärmsten die Kosten der Zuwanderung tragen müssen. Aber Zuwanderung ist eben nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance. Und die Zuwanderung stellt die soziale Frage in besonderer Schärfe. Dafür brauchen wir eine soziale Offensive, die tatsächlich alle vor Armut schützt und das Öffentliche stärkt. Wir sollten also mehr von den Möglichkeiten sprechen als von den Gefahren. Zugleich sollten wir darüber reden, was es an Lernprozessen bedarf. Die Trennung von Staat und Religion, die Anerkennung von Frauenrechten, das Gewaltverbot, mithin all das, was die Jakobiner-Verfassung so schön Verdienst um die Menschheit nannte. All das müssen wir wahren und verteidigen. Wir müssen es aber nicht nur gegen andere verteidigen, sondern auch gegen vermeintlich andere, sondern wir müssen es auch gegen uns selbst verteidigen, gegen die Müdigkeit im Aufmerksamsein, gegen den Dünkel in unseren eigenen Institutionen. Wir müssen uns sogar darauf einstellen, dass es neue Vereine und Parteien geben wird, die uns nicht gefallen werden. Einige islamistische Parteien und Kleingruppen gibt es ja schon. Aber es wird eben auch mehr Bindestrich-Identitäten geben. Und es gibt sie bereits, in syrischen Dresdner, eine kurdische Europäerin, ein marokkanischer Berliner. Wir werden wahrscheinlich auch mehr Bärte und Kopftücher sehen und das wird vielleicht nicht allen von uns gefallen. Aber wir können es trotzdem als etwas Gemeinsames sehen. So wie auch unter den alten Deutschen, Rechte, Konservative, Liberale und Linke oder auch gläubige Atheisten und religiös Uninteressierte gibt, die irgendwie miteinander auskommen müssen. Es wird Kämpfe geben, in denen wir alle lernen müssen. Diejenigen, die zu uns kommen, aber auch wir selbst, weil unser Land sich verändern wird. Und wie ich schon sagte, wir können entweder die Einwanderung erdulden oder sie gestalten. Verhindern können wir sie nicht. Ich werbe dafür, ehrlich über ihre Schwierigkeiten zu sprechen und zugleich ihre Möglichkeiten zu nutzen. Inklusion und Integration bleiben die stärksten Waffen der Freiheit. Fassen wir den Mut zu einem tatsächlichen Aufbruch. Fassen wir den Mut für ein Land für alle, die hier leben. Ich danke Ihnen. Ja, diese Experten stelle ich Ihnen kurz vor, meine Damen und Herren. Zu meiner Rechten, von Ihnen aus, ganz außen links, haben wir Herrn Professor Dr. Herbert Brücker. Er ist Leiter der Abteilung Ökonomische Migrations- und Integrationsforschung am BIM, also am Berliner Institut für Empirische Migrations- und Integrationsforschung. Und er ist der Leiter des Forschungsbereichs Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Herzlich willkommen. Dann mache ich direkt hier weiter. Professor Jürgen Schupp, er ist Direktor des sozioökonomischen Panels, SÖP genannt, hier am DIW in Berlin. Das heißt, wir sind hier bei Ihnen zu Hause. Herzlich willkommen auch trotzdem. Und zu meiner Linken Jürgen Kaube. Einer der vier Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Besonders wahrscheinlich kennen viele von ihm die Artikel im Feuilleton, zumindest ich aus der Theaterwelt kommt, lese gerne ihre Artikel dahingehend. Herzlich willkommen. Ja, ich bin Frau Kipping sehr dankbar, dass sie genau das gemacht hat, wozu sie eingeladen wurde, nämlich das ist nicht selbstverständlich. Sie lachen, weil gerade beim Thema Integrationspolitik haben wir ja oft den Reflex, dass wir immer wieder hören, was in der Vergangenheit falsch gemacht worden ist und in diese destruktive Art der Integrationsdiskurse hineinzukommen. Aber was Sie gemacht haben, und darüber würde ich gerne diskutieren jetzt hier mit meinen drei Experten, ist ja ein Vorschlag, uns zu unterbreiten für einen zukunftsgerichteten, für einen progressiven Entwurf wie eine Einwanderungsgesellschaft funktionieren kann. Und ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie
selbst einen Vorschlag, der es nicht geschafft hat, ins Wahlprogramm zu kommen, hier vorgeschlagen haben, damit wir darüber diskutieren können, was die Pros und Kontras dieses Vorschlags ist. Darum würde ich direkt mit dem Ende der Rede anfangen und dann, dass wir uns langsam nach vorne hangeln und die verschiedenen Punkte durchgehen. Sie haben dargestellt, Einwanderung eben nicht nur nach Nützlichkeitskriterien zu beurteilen, sondern einen sogenannten Gesellschaftsvertrag einzurichten. Herr Brücker, vielleicht fange ich mit Ihnen an. Das würde ja bedeuten, wenn ich dem jetzt folge, dass eine Zuwanderungspolitik nicht nur den rechtlichen Status der Einwanderung definieren soll, sondern eben schaffen soll, dass wir eine rechtliche Gleichstellung aller bekommen in diesem Land. Das heißt eben gleicher Zugang zu Arbeitsmarkt, gleicher Zugang zu Bildungsmarkt und so weiter und so fort durchdekliniert. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Wie utopisch ist der? Oder sagen wir mal so, wie ist es denn momentan, wenn wir uns die Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt anschauen? Dass Sie uns erstmal kurz sagen, wie ist der Ist-Zustand und dann, was Sie von dem Vorschlag halten. Ja, ich würde gerne einen Schritt zurückgehen. Also was ich spannend fand, schon als ich das Wahlprogramm der Linken gelesen habe, ich gebe zu, ich habe das hier erst aus Anlass dieser Veranstaltung gemacht, wie wahrscheinlich die meisten Agnostiker, die keine Wahlprogramme lesen. Was mich wirklich fasziniert hat, war, dass da jetzt die Utopie auf den Tisch gepackt wurde, einer offenen Gesellschaft, die sagt, wir sind offen für alle, da kann eingewandert werden, und zwar frei, so habe ich es verstanden. Ist nicht ganz klar. Ich weiß auch, es ist in der Partei nicht ganz unumstritten. Und ich würde das gerne mal eine Sekunde ernst nehmen und dann würde ich auf den Vorschlag eingehen. Es gab eine Debatte, an der ich teilgenommen habe, unter Ökonomen. Da spielte Danny Rottrick eine wichtige Rolle, so um 2005, eine große Konferenz zu Sozialstaat und Migration. Und da hat der die Frage in den Raum gestellt, hat gesagt, wir wissen aus der Forschung, und das stimmt, wir erzielen viel höhere Wohlfahrtseffekte durch Migration als durch jede andere Form der Globalisierung, als durch Kapitalverkehr, als durch Handel. Mhm. Und zwar genau deswegen, weil wir dieses große Wohlstandsgefälle in der Welt haben. Also wir haben viel höhere Returns, aber wir erlauben, anders als Handel und Kapitalverkehr, die weitgehend frei sind, ermöglichen wir das nicht. Ja, das ist für Ökonomen eine interessante theoretische Frage für Gesellschaftspolitiker, die sagen, das geht nicht oder so, aber für Ökonomen ist das erstmal eine spannende Frage. Der Werf steht dann im Raum, diese Wohlfahrtseffekte sind in der Stadt hoch, wie werden die verteilt? Und die Hauptgewinner der Migration sind erstmal die Migranten selber und wir haben relativ kleine Effekte, sowohl in den Zielländern als auch in den Herkunftsländern. Das hängt dann vom Modell ab, ob die Herkunftsländer verlieren oder gewinnen oder die Zielländer. Eine Schlüsselfrage da drin ist der Sozialstaat. Also Länder, die einen stark ausgebauten Sozialstaat haben, sind gefährdeter, also wenn es Arbeitslosigkeit gibt und einen Sozialstaat, weil es höhere Kosten aufwirft, wenn Menschen zu uns kommen, die ein überdurchschnittliches Arbeitslosigkeitsrisiko haben, das haben Migranten, sind dann stärker gefährdet. Aber diese Utopie ist natürlich eine interessante, weil wir müssen wissen, solange wir unsere Gesellschaften geschlossen halten für Zuwanderung, vergeben wir gewaltige Wohlstandspotenziale. Das fand ich interessant an Ihrem Vorschlag erstmal aus einer ökonomischen Perspektive. Ob er realistisch ist, ist eine andere Frage, weil die Menschen diskutieren diese Vorschläge natürlich aus der Perspektive des Einwanderungslandes, wenn solche Vorschläge gemacht werden. Und da habe ich dann genau in dem Wahlprogramm vermisst, das, was Sie da geliefert haben, einen Vorschlag, wie macht man es denn dann eigentlich? Weil was wir diskutieren, ist im Prinzip ja sonst in der Debatte auf zwei Gleisen. Wir haben das Asylrecht als ein humanitäres Recht, wo ich dann auch ganz bei Ihnen bin, da kann es keine Obergrenzen geben. Das ist eine humanitäre Verpflichtung und auch wenn uns das was kostet, machen wir das aus humanitären Gründen. Da kann man dann über die Regelungen streiten, wie man das tut. Wenn wir die Arbeitsmigration, Familiennachzug und Ähnliches regulieren, dann ist, sagen wir mal, der konventionelle Approach, das, was Sie Nützlichkeitsdenken nennen, dass man sagt, wir gucken mal hin, wie die sich in den Arbeitsmarkt integrieren, wir gucken mal hin, was das für ökonomische Wirkungen hat und so weiter. Das ist erstmal ein sehr pragmatisches Vorgehen, weil man dann auch im Auge behält, die Einwanderungsgesellschaft.
Und wenn man jetzt sagt, wir verzichten auf solche Kriterien und sagen, ein sozialer Ankerpunkt, das finde ich zugegebenermaßen ein bisschen vage. Heißt das, ich habe Freunde hier in dem Land, ja, ich habe Familienangehörige und die, die keine haben, dürfen nicht kommen. Ja, also bei dem goldenen Zeitalter der Migration sind die Leute in die USA gegangen, auch ohne soziale Ankerpunkte. Die sind dahin gegangen, weil man dort einwandern konnte und es gab keinerlei Beschränkungen und es gab ökonomische Potenziale. Aber das bevor Sie jetzt die ganze Rede kommentieren, wenn wir ja, erstmal Thema für Thema durchgehen. Aber wie gesagt, mir ist das mit dem sozialen Ankerpunkt zu vage. Da würde ich auch gerne dann mehr wissen. Und wenn wir dann völlig auf ökonomische Kriterien verzichten bei der Zuwanderung, dann ist es klar, dass wir auch negative Verteilungseffekte in den Einwanderungsländern riskieren. Und wir haben natürlich möglicherweise dann Probleme für den Sozialstaat. Das muss man immer im Auge behalten, also jetzt gerade als Partei, die den Sozialstaat so stark macht. Dabei bleibe ich da. Herr Schupp, würden Sie das genauso kritisch sehen, was dann die Verteilung auf dem Arbeitsmarkt beträfe? Nun, also ich will vielleicht empirisch argumentieren und damit beginnen. Frau Kipping hat ja den deutschen Herbst 2015 nochmal in Erinnerung gerufen, als die Grenzen nicht geschlossen wurden, wie Sie, finde ich, treffend dargestellt haben, sondern sie blieben offen, was in Europa sozusagen seit einigen Jahren gilt. Und Sie haben auch hervorgehoben, die riesige Willkommenskultur und das ehrenamtliche Engagement, was sozusagen den Neuankömmlingen zuteil wurde durch die heimische Bevölkerung. Also nach unseren Erhebungen ungefähr 30% haben in diesem Jahr, also in dem Jahr 2015, 2016, mit Zeit oder Geld speziell für Geflüchtete sich engagiert. Ungefähr 10% haben sich wirklich auch aktiv in der Bewältigung der Herausforderung engagiert, persönlich, von der heimischen Bevölkerung, was ein riesiger Anteil ist. Aber wir müssen auch identifizieren und als empirische Sozialforscher zumindest auch zur Kenntnis nehmen, dass es in der Bevölkerung neben diesem großen Engagement auch gewachsene Sorgen gab. Besorgnisse, die, ich will es am Beispiel machen, in den Vorjahren, bevor die Flüchtlingswelle kam, waren etwa 30% der Bevölkerung besorgt oder hatten große Sorgen zum Thema Zuwanderung, Migration. In beiden Perspektiven sozusagen auch die Frage der rechten Angriffe. Tiefer reinschauen, wenn wir jetzt mal nur für dieses Experiment kurz die gesellschaftlichen Meinungen ausblenden und uns nur den Arbeitsmarkt anschauen, weil Ihre Institute haben ja die großen Daten und jetzt seit 2015 bis heute ist ja etwas Zeit vergangen. Sie hatten Zeit zu rechnen und uns Prognosen zu liefern in der Frage, stimmt das denn, dass die Menschen, die jetzt hierher gekommen sind, so eine Belastung für den Arbeitsmarkt sind. Wie schätzen Sie das denn ein? Wie viel, also und um darauf einzugehen, wer muss denn die Zeche zahlen? Also auch die Integrationsleistung, von denen wir wissen, umso mehr wir investieren, umso besser kommen wir hinten raus, wieder gesamtgesellschaftlich raus. Ist das denn überhaupt der kleine Mann, die kleine Frau, von der wir immer reden, die diese Zeche bezahlt? Oder wie könnte man so etwas lösen? Ja, also wenn ich aus der eigenen empirischen Forschung was sagen darf. Also der wichtige Punkt, den man verstehen muss, ist, dass der Kapitalstock nicht konstant ist. Ja? Also in einem normalen Modell, und so wird auch häufig auf der Straße argumentiert, kommt mehr Arbeit rein, sinkt der Lohn, und wenn der Lohn nicht sinkt, steigt die Arbeitslosigkeit. Das ist empirisch falsch. Und zwar deswegen falsch, weil wenn es mehr Arbeitskräfte gibt, gibt es auch mehr Anreize zu investieren. Und wir wissen aus der empirischen Forschung, dass die Capital-Output-Ratio und damit produktivitätsbereinigt das Verhältnis Kapital zur Arbeit gleich bleibt und sich damit, sagen wir mal, an der Entlohnung der großen Faktoren Arbeit und Kapital nichts verändert. Empirisch beobachten wir, dass es ist immer die Frage, wo gibt es Wettbewerb und wo sind die Arbeitskräfte komplementär. Also die mittleren Gruppen im Arbeitsmarkt, der klassische AfD-Wähler, wenn ich es mal polemisch zuspitze, der Facharbeiter,
gewinnt durch die Zuwanderung, weil Zuwanderer häufig überdurchschnittlich qualifiziert sind. Also bei den Hochschulabsolventen ist es da ambivalent, aber die gewinnen auch. Und wir haben ganz kleine Verluste bei denen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Die Effekte sind aber relativ gering. Und dann kommt dazu noch Konjunktureffekte. Marcel Fratscher sitzt hier. Wir beobachten, dass jetzt wir Nachfrageeffekte haben. Also von dieser Flüchtlingskrise profitieren eine ganze Menge Leute, ist eine richtige Industrie entstanden. Also das wäre jetzt lächerlich zu behaupten, dass es dort auch Verdrängungseffekte auf dem Arbeitsmarkt gegeben hat. Das Problem liegt woanders. Das Problem liegt, wir haben eine schlechte, relativ schlechte Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern. Auch schlechter als im Vergleich zu den angelsächsischen Ländern. Und das führt auch zu Spannung, ja, weil man diese Arbeitslosigkeit sieht. Und das führt natürlich auch zu fiskalischen Belastungen. Also es ist möglicherweise, ich gehe davon aus, dass durch Zuwanderung am Ende der Sozialstaat noch gewinnen kann. Aber wenn viel Zuwanderung kommt und die schlecht integriert sind, verliert der Sozialstaat. Und da liegt das eigentliche Problem, dass Länder, die einen starken Sozialstaat haben, dazu einen Arbeitsmarkt, der relativ schlecht integriert, und unsere Migranten, also die Arbeitslosigkeit um Faktor 2,5 höher als in der normalen Bevölkerung, der Leistungsbezug um Faktor 3, also da ist nicht alles in Ordnung. Ja. Das führt natürlich auch zu fiskalischen Belastungen und da liegen eigentlich die ökonomischen Probleme. Also wir haben kein Verdrängungsproblem im Arbeitsmarkt, wir haben Integrationsprobleme, um das salopp zu formulieren. Woran liegt das? Herr Kaube, Sie haben Ihr vorletztes Buch, glaube ich, jetzt ist gerade wieder ein neues rausgekommen, aber Ihr vorletztes Buch hat sich mit der Krise des Bildungssystems beschäftigt. Ich habe jetzt in der Bild-Zeitung gelesen, 60% derjenigen, die zu uns gekommen sind, sollen niedrigen oder keine Abschlüsse haben. Ich glaube, das haben Sie empirisch widerlegt. Wie bitte? Richtig gestellt. Wie beurteilen Sie als jemand, der sich den Bildungssektor genau angeschaut hat, jetzt haben wir gerade eine Einschätzung zum Arbeitsmarkt gehabt, wie lassen sich da schnellere Integrationsgewinne verzeichnen? Naja, man müsste jetzt die Experten zurückfragen, woran es denn liegt, dass es keine Verdrängung ist, das würde ich ja auch sagen. Man würde sagen, wenn die verdrängen, dann wäre ja alles in Ordnung. Dann müsste man so sagen, nur noch politisch argumentieren können, dass man sagt, dann sind die offenbar besser, werden lieber eingestellt oder muss man die Deutschen nachschulen oder was weiß ich, was dann die Maßnahmen wären. Aber das scheint ja eben in der Tat nicht der Fall zu sein und jetzt heißt es, dass es gibt einen Mangel an Integration. Man hat diese Zahlen gehört, von denen ich nicht weiß, ob die Empiriker zustimmen, dass das aus Schweden die Zahlen, dass es 8 Jahre dauert, bis jemand sagen einen nicht subventionierten Job hat nach der Migration im Durchschnitt. Woran liegen diese 8 Jahre? Man kann sich Verschiedenes vorstellen, aber ich wäre angewiesen als jemand, der nicht forscht, auf die Auskunft der Forscher. Liegt es an der Sprache? Liegt es daran, dass die Leute jahrelang ganz andere Fragen zu beantworten haben als Jobsuche? Liegt es an Vorurteilen auf der Seite der Industrie, wo man dann sich fragen würde, wie können sich die eigentlich diese Vorurteile leisten? Ja, das wäre ja eine Frage. Warum sollte ein, da wäre ich ganz marxistisch zu sagen, warum sollte denn ein Kapitalist... Mensch, das ist ja der Höhepunkt des Sachens. Not aber. Da können wir noch ein paar produzieren. Also warum soll ein Kapitalist einen Vorurteil bilden gegenüber einer Arbeitskraft, wenn er doch nur an der Arbeitskraft selber interessiert ist? Das wäre eine Frage, das würde ich dann gerne von den Ökonomen wissen. Ich habe selber keine Antwort darauf. Ich glaube, das Beispiel, das Frau Kipping ein paar Mal bemüht hat, Nordamerika im 19. Jahrhundert, das funktioniert ja nur solange man die relative Offenheit des Zuzugs beschreibt. Danach beginnt ja dort ein unfassbar harter Überlebenskampf. Eben gar kein Support und gar keine Ämter, die jetzt irgendwas tun für die Leute und sagen, naja, und wenn du keine Arbeit hast, dann haben wir was anderes für dich oder so. Und keine Nachschulung oder irgendwas. Und da heißt es einfach, jetzt schaut mal, wir haben euch nicht gerufen, aber es ist nett, dass ihr da seid. Jetzt, so, das ist hier Darwin. Ja? So,
Ja, da hat das eine Grenze, dieses so. Die also mein Bezugnahme, die Analogie auf die USA war auch nicht, dass jetzt irgendwie dass ich das selber als gelobtes Land sehe, sondern eher, was waren die Motivationen oder was waren den Köpfen damit und dass das schon damals nicht stimmte und heute erst recht nicht, ist auch klar. Aber auch da gibt es ja wieder eine gewisse Analogie zu dem, was Menschen, die heute hierher kommen, nach Deutschland, nach EU, da ist ja auch diese Verheißung und Versprechung, stimmen ja nicht alle automatisch. Das ist richtig. Es ging eher um die Motive der Menschen, dahin zu gehen. Ich würde sagen, dass Deutschland halt auch schon mal ausgewandert. Völlig richtig. Das ist der Punkt. Da würde ich Ihnen auch sehr zustimmen. Also wer jetzt abfällig über sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge spricht, der sollte sich einfach nur mal selbst kurz in diese Lage bringen oder historische Beispiele dafür finden, dann müsste das Thema eigentlich abgeräumt sein. Die Frage ist einfach, wenn es Probleme gibt, wer trägt die Lasten? Das ist, was Sie gerade sagten. Tragen die Lasten die Einheimischen? Tragen die Lasten überhaupt die Individuen? Trägt der allgemeine Steuerzahler die Lasten? Tragen die Kommunen die Lasten, die jetzt sagen, wir müssen jetzt Integrationskurse finanzieren oder wie das dann immer heißt, was man da an Wohltaten so vorhat? Und dafür, diese Euros können wir aber nicht ausgeben für das, was wir euch kurz vor der letzten Kommunalwahl versprochen haben. Ja? Und das finde ich, ist das Entscheidende. Und da sehe ich eben, wie soll man sagen, das ist hart. Das wird für irgendjemanden hart, vielleicht für alle. Und ich finde in den Diskussionen manchmal, da gefällt mir dann das Utopische nicht, weil das Utopische immer so ein bisschen suggeriert, wir werden es weich hinbekommen. Es wird irgendwie, am Ende werden alle sagen, super, irgendwie so. Ja? Und da bin ich eben historisch sehr, sehr vorsichtig. Also ich finde, es wäre schon eine gute Situation, wenn die Leute nicht verprügelt werden. Ja? Mehr zu verlangen, historisch, ist, also ich kenne keine Geschichte, wo das ohne massive Härten, massive gesellschaftliche Auseinandersetzungen, also muss ich mal anschauen, die chinesische Migration nach Amerika im 19. Jahrhundert, Auseinandersetzung mit den Schwarzen, die Versuche der Chinesen zu sagen, wir sind nicht farbig. Endogamie, wir heiraten die nicht, dann sind sie unter uns. Extrem harte soziale Auseinandersetzung. Und da würde ich dann auch sagen, so marxistisch muss man auch sein. Ja? Der Marx ist kein Autor für eine weiche Welt. Ja? Da gibt es keine weichen Sachen. Aber so. Da würde ich ganz gern zu der Empirie zurückkommen. Ja. Weil wir haben ja gehört, 30-50%, haben wir ja gerade gelernt, sind nicht nur aushaltend gewesen, sondern sind auf die Straße gegangen, waren willkommen, haben Initiativen gegründet und so weiter. Von daher müssen wir ja auch Geschichte in aller Ehren schauen, über welche Gesellschaft wir hier sprechen und wie bereit diese Gesellschaft für diesen Wandel ist. Deswegen würde ich noch mal den Ball in die Richtung der Empiriker spielen wollen, wenn Sie einverstanden sind mit dieser Berufsbezeichnung. Was bleibt dann für mich? Jetzt bringen Sie mich hier in eine Situation. Entschuldigung. Um nochmal auf diese zwei Punkte einzugehen. A, welche politischen Maßnahmen müssten erfolgen, um die Arbeitsmarktintegration besser zu vollziehen? Und würden Sie die gesellschaftliche Aufnahmebereitschaft ähnlich sehen? Also ich finde den Plan und den Stufenplan, den Sie ja jetzt auch präsentiert haben, also mit dem einen Jahr, wo sozusagen die Selbstvergewisserung stattfinden soll auf beiden Seiten, ob man hier bleiben kann und eine Perspektive oder eine Integrationsperspektive erhält oder nicht, mehr als ambitioniert. Denn also zumindest die empirische Forschung lehrt, also allein bis die deutsche Sprache erworben ist aus den Ländern, die jetzt zu uns gekommen sind, das braucht seine Zeit. Von denen, die wir empirisch untersucht haben, da waren unter 10%, die bereits im Arbeitsmarkt sozusagen integriert waren oder zumindest den Fuß in der Tür hatten zu einem Arbeitsplatz, was vielfach noch eine Ausbildungsfunktion oder Praktikumsfunktion war. Also von daher würde ich bei so einem Stufenplan auf jeden Fall dafür plädieren, realistischere Zeiträume auch ins Auge zu fassen. Und dann die Frage schon auch mit den Menschen, die hier leben, zu diskutieren, also bedingungslos. Sie haben gesagt, also diejenigen, die Waffenschieber sind oder Ähnliches mehr,
die nicht, die sollen keine Perspektive haben. Wie ist es mit Kriminalitätsformen, die unterhalb von Waffenschieben sind, aber die sozusagen auch nicht rechtskonform sozusagen dann hier sind? Also fangen wir da an, doch eine gewisse Selektion auch an Kriterien zu machen, an Bedingungen zu knüpfen, wen wir in Deutschland sämtliche Rechte geben. Und radikal gedacht muss dann auch das Wahlrecht, das wäre die letzte Konsequenz. Also dass auch diejenigen, die hier über die Weiterentwicklung unserer demokratischen Gesellschaft sich beteiligen können, gäbe es nach ihrem Modell eigentlich keinen systematischen Grund mehr, auch dieses Recht dann den Neuankömmlingen ab wann vorzuenthalten. So habe ich Sie aber auch verstanden, rechtliche Gleichstellung aller. Also ich würde ja, mein Staatsbürgerschaftsverständnis ist ja so, die dauerhaft wo leben wollen mit einem sozialen Ankerpunkt. Mir sind aber nochmal zwei Punkte wichtig, und zwar das eine, die einzelnen Maßnahmen, wenn du die rausreißt und dann die reale Welt mit allem, was es an Rassismus gibt, was es an Elend gibt, an kommenden Klimakatastrophen gibt, da kann man ja nur verzweifeln. Also ich finde, wenn man sich jetzt wirklich der Flüchtlingsfrage in aller Ungeschöntheit stellt und nicht ein bisschen einen visionären Blick hat und den Ansatz, was Grundlegendes zu verändern, dann muss man zum Menschenfeind und Zyniker werden oder einfach sich abbringen, weil du kannst es mit ganz kleinen Reformschritten, kriegst du das Problem nicht bearbeitet bei Wahrung des Humanismus, ist meine Überzeugung. Deswegen würde ich immer sagen, es gibt drei Säulen, die unbedingt zusammenspielen müssen. Das erste ist die Bekämpfung der Fluchtursachen, um auch Druck rauszunehmen aus der Migration, dass eben nicht sozusagen Not und Elend die Menschen wegtreiben. Das zweite nochmal, dieses, also das, was Sie jetzt diskutieren, die Idee einer solidarischen Einwanderungsgesellschaft, eines linken Gesellschaftsvertrages. Und der dritte Punkt ist die soziale Offensive für alle. Es muss eben wirklich richtig viel Geld in die Hand genommen werden, zum Beispiel für den Fall, dass es Verdrängungseffekte gibt, dass deutlich mehr öffentlich geförderte Beschäftigung angeboten wird. Und da wird dann nicht geschaut, das ist nur für den Geflüchteten oder für den Langzeiterwerbslosen mit deutschen Pass, der schon länger hier lebt, sondern das muss sozusagen für alle geschaffen werden. Also in diesem Zusammenspiel der drei Punkte, solidarische Einwanderungsgesellschaft, Fluchtursachenbekämpfung und soziale Offensive für alle, nur dann wird es überhaupt vorstellbar. Und mir ist total bewusst, dass das in ganz vielen Punkten irgendwie wahrscheinlich schwerer zu machen sein wird, als mal so eine leichte Revolution gefühlt, weil da ganz viel sich ändern muss. Zweiten Punkt, was die Stimmung in der Bevölkerung anbelangt, also ich bin in Dresden, zu meinen Ständen kommen die Pegidisten und so, also ich bin da wirklich frei von Illusionen und so, und nur weil ich mit sanfter Stimme spreche, heißt das nicht, dass ich sozusagen denke, das wird jetzt alles wie im Ponyhof laufen, aber ich habe halt zwei Grundüberzeugungen. Erstens, alle Veränderungen müssen immer, dafür musst du demokratische Mehrheiten gewinnen, aber es gibt eben, und das ist ja schön in meiner Lieblingsserie West Wing ausgeführt, einen Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Revolutionär oder einem guten und einem schlechten Politiker, könnte man sagen. Der Schlechte sieht eine Menschengruppe an sich vorbeirennen und sagt sich, ich muss wissen, wo die hinrennen, damit ich sie anführen kann. Der Gute überlegt sich halt, was wäre gut und richtig und könnte funktionieren, und dafür muss ich werben und auch Mehrheiten gewinnen. Und deswegen, das Wissen um gegenwärtige Mehrheiten oder Einstellungen ist gut, aber das ist für mich als Politikerin überhaupt, darf doch nicht mein eigenes Denken ersetzen. Also wenn wir anfangen, nur dem, was in Umfragen abgefragt wird, hinterher zu rennen, zu sagen, dann verliert doch Politik ihren Auftrag. So, dann wird es wirklich nur noch ein reines Arbeitsbeschaffungsprogramm für Rhetoriktrainer. So, okay, da freuen die sich, aber das hat ja nichts mehr mit gelebter Demokratie zu tun. Deswegen würde ich sagen, against all odds, also allen Widerständen und trotz alledem, muss man für eine Sache werben, auch wenn sie angesichts der real existierenden Verhältnisse als unglaublich schwer und durchsetzbar sind. Achso, und noch zu dem Punkt mit den Ursachen. Da habe ich nämlich in Dresden eine Sache erfahren. Es gibt doch Momente, wo der Kapitalismus irrational wird oder von etwas anderem überlagert wird. Und zwar, ich habe den Dresdner Arbeitsamtschef gefragt, wie das ist mit Arbeitsmarktintegration. Und der hat mir gesagt, es gibt gerade von Seiten der Unternehmen mehrere, die Interesse hätten. Und dem passiert dann Folgendes, dass die Mitarbeiter in seinem Unternehmen, also zumindest in Sachsen, kommt das vor, wenn du so ihn zu uns reinholst, dann gehen wir. Dann überlegt er sich das. Also das ist auch ein Integrationshemmnis von Seiten, sage ich mal, rassistischer Stimmung in den Mitarbeiterschaften. Dort, wo es dann aber funktioniert hat, haben die beschrieben, ist das Arbeitsklima viel besser geworden, weil gerade in so kleinen Unternehmen auf einmal hatte man wieder was miteinander zu sprechen. Die anderen Mitarbeiter hatten Anreiz, wieder Englisch zu lernen. Selbst die, die sonst niemandem was erzählen konnten, konnten noch mal im Gespräch mit dem neuen Mitarbeiter, konnte man irgendwie im Austausch treten, wie manche Sachen passieren, manches hinterfragen. Also dort hat es dann wirkliche Impulse gegeben für ein kreatives Betriebsklima. Ist das denn in Dresden
eine realistische Drohung zu sagen, dann gehen wir? Naja, ein kleines Unternehmen, wenn es so ein kleiner Handwerksbetrieb ist und die Leute sind eingespielt und dann sagt so irgendwie, sagen Dreier aus dem Team von fünf und du müsstest komplett die neu alle wieder einlernen, das ist sozusagen nochmal eine schwierige Frage. Ich meine, wie ist der Arbeitsmarkt, dass diese Drohung realistisch ist? Ich weiß es nicht. Selbst wenn du neue Arbeitskräfte holst, brauchst du dir ja genau für diese Sachen spezialisiert und manche Chefs haben sich trotzdem durchgesetzt, andere haben gesagt, wir suchen den Ärger nicht. Ja. Sie haben ja dargestellt, dass Sie das nicht als Flüchtlingskrise, wie es so oft tituliert ist, sondern eher als politische Krise der EU. Diese politische Krise der EU hat ja gezeigt, wie schwierig es ist, viele verschiedene Akteure an einen Tisch zu kriegen, um eine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik zu erzeugen. Jetzt ist einer Ihrer Vorschläge in diesem Dreiklang, und dazu haben Sie einiges gesagt, Fluchtursachen bekämpfen. Das ist ja ein Riesenthema. Die Ungerechtigkeit in der Handelspolitik haben Sie dargestellt, wo wir wieder bei einem ökonomischen Thema wären. Teilen Sie da die Einschätzung von Frau Kipping? Wo müsste man dann da in diesem großen Feld ansetzen? Naja, es sind durch verschiedene Sachen, die man unterscheiden muss. Also jetzt Fluchtursachen bekämpfen, haben eigentlich alle in ihrem Programm stehen, sind sich eigentlich alle einig, meinen damit verschiedene Dinge, ich weiß das, ja. Und sie haben dann ganz groß den Waffenverkauf und so weiter. Also meine Analyse ist, es liegt halt sehr häufig an Konflikten in den Herkunftsländern, die möglicherweise zurückreichen in die Kolonialzeiten, wo, sagen wir mal, der Westen durchaus eine Rolle mitgespielt hat, wenn man das historisch betrachtet. Das würde ich jetzt nie sagen, aber die häufig in den Ländern selber liegen. Also es geht ja dort, also bei der aktuellen Flüchtlingsbewegung, geht es ja im Prinzip um den arabischen Frühling, ja, der seine bestimmten Ursachen in diesen Ländern selbst hat. Man kann es dann historisch sehr komplex analysieren, aber es ist kein Ergebnis der Handelspolitik. Das halte ich für nahezu absurd. Ich habe selber mal länger Entwicklungspolitik gemacht. Und als ich dann viele Entwicklungsländer bereist habe, habe ich dann sehr schnell festgestellt, es gibt dort eine Ungleichheit, wie ich sie also jetzt aus unseren Gesellschaften nicht kannte, die sehr nationale, ja, oder sehr lokale Ursachen hat in lokalen Institutionen, die nicht funktionieren. Also dieses Wohlfahrtsgefälle, was wir haben, das ist meine feste Überzeugung, liegt nicht primär daran an Ungerechtigkeiten in dem Handel. Ich bin scharfer Kritiker der EU-Agrarpolitik, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, wir verkürzen die Analyse enorm, wenn wir sagen, das liegt an den Handelsbeziehungen, sondern es liegt an schwachen Institutionen in den Herkunftsländern, Korruption und so weiter. Und dort gibt es wirklich Renten und Ausbeutung, also nochmal in einem anderen Ausmaß, als wir es hier kennen. Der Punkt ist, da kommen wir mit unseren Mitteln, den Mitteln unserer Politik nur begrenzt ran. Also ich glaube, dass man in vielen Bereichen der Nothilfe und so weiter tatsächlich was tun kann. Und ob man jetzt über außenpolitische Mittel, sie wenden sich ja gegen militärische Interventionen, ich glaube in vielen Fällen zu Recht, aber das heißt, viele dieser Konflikte können wir nur begrenzt beeinflussen. Ich glaube, damit muss man leben. Deswegen, glaube ich, brauchen wir eine humanitäre Flüchtlingspolitik, einfach weil diese Konflikte halt da sind. Was das Wohlfahrtsgefälle auf der Welt angeht, ja, das ist ja praktisch dieser andere große Zweig, was ja Migration wird ja im Wesentlichen getrieben durch das Einkommensgefälle. Also wir haben viele Länder auf der Welt, die überhaupt nicht konvergieren, ja, zu den Hocheinkommensländern, und die Länder, die konvergieren, da halbiert sich der Einkommensabstand alle 35 Jahre. Das ist im Prinzip eine Arbeitsgeneration, dann halbiert er sich. Ja, da hat man noch lange nicht das erreicht, was woanders bekommt. Das ist so ungefähr das, was Wirtschaftshistoriker sagen. Und wir wissen zweitens aus der Migrationsforschung, dass die Migration steigt, wenn Länder, sagen wir mal, eine kritische Einkommensschwelle übersteigen. Also sind gerade die großen Migrationsbewegungen, beobachten wir aus den Emerging Economies, die möglichst an der Peripherie der reichen Länder liegen. Das heißt, wenn jetzt in Afrika südlich der Sahara das Einkommensniveau steigt, haben wir nicht weniger, haben wir mehr Migration. Wenn der Nahe Osten sich stabilisiert, das könnte dämpfend wirken, das können wir nicht beeinflussen. Aber wir müssen uns auf ein Szenario einstellen, wo wir im Prinzip sehr starke materielle Migrationsanreize haben. Deswegen fand ich eben den Teil von Ihrem Programm eben auch ganz spannend, dass Sie gesagt haben, okay, dann stellen wir uns dem und öffnen die Grenzen. Oder vielleicht partiell, also ich glaube, man muss steuern. Ja. Ich glaube, man muss das, so ganz naiv kann man das nicht tun. Aber das ist schon, glaube ich, der richtige Weg, dass man sich darüber
Gedanken macht, wie steuern wir das, wie lassen wir die Menschen da rein. Aber ich glaube nicht daran, dass über die klassischen Mittel der Fluchtursachenbekämpfung und so weiter wir Migration massiv verhindern. Was waren Ihre Steuerungsmethoden? Nun, also ich wollte vielleicht, also stimme Herbert, was die Komplexität und auch der, wer ist der Akteur, um das sozusagen zu erreichen, was Ihre Ursachenanalyse betrifft, um da Bedingungen verändern zu können, da würde ich anfangen dann zu verzweifeln. Ja, also dass das so komplex ist, dass ich da denke, das ist ja viel zu groß, dieses Problem zu stemmen. Denn das kann noch nicht mal der deutsche Politiker oder Politikerin sozusagen in seiner vergleichsweise schwachen Position im globalen Kontext oder im internationalen Kontext. Aber ich wollte noch einen weiteren Gedanken da anfügen, nämlich die Frage, was heißt, wenn Sie über Fluchtursachen sprechen, auch die Migration für die Herkunftsländer, über die wir sprechen. Und da zeigt ja schon auch die Migrationsforschung, dass Geflüchtete ihre Länder, ihre Heimatländer durchaus unterstützen, auch ihre familiären Netzwerke und viele, das zeigt auch die Migrationsforschung, dass eben nicht alle den Wunsch haben, dauerhaft dann in dem Zielland zu bleiben, sondern viele auch wieder zurückkehren, sei es auch nach vielen Jahren. Und auch das führt natürlich dazu, dass sowas wie eine Entwicklungshilfe stattfindet und auch eine Ursachenbekämpfung, dass der dass ökonomische Abstand und die Unterschiede zwischen den Ländern ein Stück weit abgebaut und nivelliert werden. Aber ein letzter Punkt mit der Vision auch des offenen Zugangs und den Befürchtungen der Bevölkerung. Ich wollte nicht so missverstanden werden mit meinen empirischen Einlassungen, dass man sich den Mehrheitsmeinungen sozusagen politisch einfach nach populistisch orientieren sollte, aber sie sind, also ich denke, demoskopische Untersuchungen und auch die Gefühlslage und die Sorgen von Bevölkerung jenseits der ökonomischen strukturellen Aspekte, die natürlich zu im Bereich Sozialstaat und ihr Konzept von Mindestlöhnen und Ähnlichem mehr, auch dieses Gefühlte ist relevant, handlungsrelevant. Ja? Denn die Menschen, das zeigt einfach die Forschung, handeln nicht nur nach ihren objektiven Ausgangsbedingungen, sondern das Gefühlte. Und Sie haben ja das Beispiel aus dem Betrieb auch angeführt, dass sozusagen das Unkenntnis oder Ähnliches mehr zu Ablehnung und Unfairness Empfinden kommt. Und da muss sozusagen dieses völlige Offensein auch von Grenzen hat eine dunkle Seite. Also da kommen leider auch Menschen, die meinen es nicht gut. Auch die haben unhehre Ziele hier in Deutschland. Und auch was die Stimmung und das gefühlte Empfinden in Deutschland betrifft, also spätestens nach der Domplatte gab es auch eine Stimmungswende oder eine Veränderung. Und das muss, denke ich, auch Politik, die Bürger mitnehmen muss und die überzeugen muss und Mehrheiten braucht am Ende, um Veränderungen durchzuführen, mit berücksichtigen und die Bürger mitnehmen und einen Einklang auch finden zwischen der Verbesserung von den strukturellen Befürchtungen und den Ursachen materieller Art, aber eben auch das Sicherheitsempfinden. Und da braucht es dann auch eine Antwort, wie gehen wir sozusagen, wie stellen wir sicher, dass die öffentliche Sicherheit, dass auch der offene Zugang von Bürgern, die nach Deutschland kommen, kontrolliert wird, jenseits der Debatte, ob man eine Obergrenze oder Ähnliches braucht. Aber einfach das Sicherheitsempfinden, das ist, zeigen auch empirische Forschungen, ist ein ganz wichtiges Sorgenthema, was Menschen umtreibt und letztlich dann auch eine gewisse Wahlentscheidung hat, ob die Politik darauf eine Antwort hat. Und das wäre sozusagen auch mein Punkt noch neben diesen Aspekten der Ursachenbekämpfung.
In dieser Reihe geht es ja darum, auch darüber zu diskutieren, über den Sinngehalt von Integration, also als Konzept. Wir sehen ja, dass dieses Konzept Integration in den letzten 50 Jahren sehr im Wandel begriffen ist, von dem, wie man ihn verstanden hat, bis heute, wie er verstanden werden könnte. Und ich glaube, in den letzten drei Reden haben wir immer unterschiedliche Verständnisse von diesem, wie man diesen Begriff in der Zukunft auch nutzen könnte und als Konzept verwenden könnte für eine gesellschaftsorientierte Teilhabepolitik. Und Frau Kipping hat ja im Grunde mit ihrem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dieses soziale Sicherheit für alle, und Sie haben gerade auch Sicherheit angesprochen als Thema, dass dieser Aspekt wäre ja in diesem Gesellschaftsvertrag im Grunde berücksichtigt. Nur, dass Sie Integration nicht mehr definieren anhand einer Herkunftsfrage, sondern anhand einer Frage, wie ein Individuum sich in einer Gesellschaft verortet sieht. Und Sie haben dabei Pegida auch oft angesprochen. Wie sehen Sie drei das? Könnte man dahin kommen, einen Integrationsbegriff und ein Konzept für eine Gesellschaft, wie denken wir Gesellschaft in Zukunft, wirklich so zu, weil wenn ich mir, und korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, wenn ich mir die Statistiken anschaue, dann ermitteln Sie ja, wenn es um Integration geht, nach dem Stand von Menschen, die einen Migrationshintergrund, die einen Fluchthintergrund mitbringen und so weiter, inwiefern sie in den Arbeitsmarkt, Bildungsmarkt und so weiter, in den verschiedenen strukturellen Bereichen und emotionalen Bereichen integriert sind in einer Gesellschaft. Wie wäre es denn mit einem grundsätzlichen Integrationsindex, sodass wir herausfinden, welche Teile einer Gesellschaft eigentlich solche teilhabeorientierte Maßnahmen brauchen? Ist das ein Zukunftskonzept? Ja, ich glaube, es ist eine normative Frage, welches Konzept von Integration wo wir dahin wollen, wie wir uns da verständigen wollen. Also wir haben jetzt sehr stark über auch die Arbeitsmarktintegration gesprochen. Das ist, glaube ich, auch das Konzept, das vielfach in der gegenwärtigen Debatte mitschwingt. Also dass es uns als ersten Schritt mal gelingen sollte, die Menschen teilhaben zu können an dem ökonomischen Leben und letztlich auch aus der Perspektive, dass es eine vernünftige Entscheidung ist, offen zu sein vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft, wo sozusagen perspektivisch in einigen Jahren auch in Deutschland die Arbeit knapp wird, also rein demografisch vernünftig ist für den Erhalt unserer starken Ökonomie, da Voraussetzungen zu schaffen für die Arbeitskräfte der Zukunft und da sozusagen, wenn man so will, zu investieren, um diesen furchtbaren Begriff zu nehmen, also zu investieren in Humankapital, in Kapital der Aneignung der Sprache, der Werte, die in Deutschland sozusagen unserer Werteordnung und Wertegemeinschaft, also da ist auch das Stichwort Geschlechterfragen sozusagen ein Stichwort, was damit dazugehört. Also all diese Komplexität müssten wir dann sozusagen in eine Rangordnung bringen und also zumindest als aus der Perspektive von Sozialstatistiken dieses Ring um einen Superindikator, wo alles aus der Gesellschaft zusammengeführt wird und wir wissen, ob es jetzt besser oder schlechter geworden ist, es gibt ja auch so Vorschläge für Integrationsradarsystem und ähnliches mehr, ist eine wissenschaftlich anspruchsvolle Geschichte und es bedarf sozusagen auch einer normativen Rückkopplung. Welcher Bereich soll höher gewichtig sein als ein anderer Bereich? Darf ich Sie haben diesen Begriff Wertegemeinschaft geprägt. Da würde ich jetzt, habe ich eine Nachfrage oder möchte es einfach hinterfragen, was denn Kern dieser sogenannten Wertegemeinschaft ist, weil ich muss einfach nur auf meine Facebook-Seite gucken, wenn immer ich was einfach nur zu Frauenrechten, dann muss ich noch gar nicht die radikale Feministin raushängen lassen, nur so mal so angedeutet zum Frauentag ein paar markische Sprüche zum Thema Frauenrechte oder wenn ich ein Kunstwerk würdige, was von einem syrischen Künstler in Dresden aufgestellt wird, was dort an Shitstorm, dann übrigens von erkennbar eher Leuten mit einem biodeutschen Namen und auch im Bild gepostet wird, da habe ich das Gefühl, also weiß gar nicht, wo eine gemeinsame Wertegrundlage sein soll, weil da, also ich meine nicht nur, dass wie die über mich reden, sondern wie die generell über andere Menschen reden, zu sagen, jegliche Akzeptanz, dass den Menschen als Menschen anzuerkennen, ist sozusagen nicht Teil deres Wertekanons. Die haben aber einen deutschen Pass, aber deswegen würde ich das mal so hinterfragen, ob es jetzt einen Wertekanon gibt, wo die Flüchtlinge oder die Migranten sich zuordnen müssen. Also
Heißt das dann, Sie sind erst dann integriert, wenn Sie, also ich mache es jetzt ein bisschen polemisch, wenn Sie in Dresden zu Pegida gehen, dort dann zwar Weihnachtslieder schön singen oder auch mal falsch singen, aber dann irgendwie weiter Hetze verbreiten? Oder in Bayern ist man nur irgendwie integriert, wenn man irgendwie auf dieses ominöse Oktoberfest muss und in riesen Krügen überteuertes Bier trinkt und dann auch die Frauen irgendwann antatscht, weil gehört ja dazu? Oder, also ich meine, was heißt denn Integration dann im Sinne des Wertekanons, den Sie jetzt beschrieben haben? Herr Kaube. Ja, ich würde das ein bisschen teilen, dass man mit diesem Begriff eigentlich gar ganz wenig anfangen kann. Ich meine, der gemeinsame Wert auf Ihrer Facebook-Seite ist Meinungsfreihheit. Das genau. Da gibt es schon einen gemeinsamen Wert, das nehmen die auch in Anspruch. Aber das ist eben ein selektiver. Das ist eben ein selektiver Zugriff auf einzelne Werte, und die findet man dann in dem Moment, in dem man sie braucht, findet man sie jetzt gerade persönlich auch die wichtigsten. Aber ich finde das auch, dass man sich sowieso ein Individuum ganz schlecht komplett integriert vorstellen kann in eine Gesellschaft. Und wir haben ja auch hier immer dauernd zwei Adressen. Einmal reden wir über Gesellschaft. Und da kann man schon die Frage stellen, soziologisch, ob es eine deutsche Gesellschaft überhaupt gibt. Also wo hört die denn auf? An welcher Grenze verlässt man die? Oder reden wir über den Staat? Und wenn Sie dann von Bürgerrechten auf der Grundlage von jemand hat ein gutes Projekt oder ein sozialer Ankerpunkt, muss man ja sagen, das sind ja dann Rechte, die an einen Staat adressiert werden, den wir mit einem Begriff, der ja so ein bisschen selber so ins Vibrieren geraten ist, immer noch so Nationalstaat nennen, obwohl wir diese Nationalkomponente, da gibt es dann unfassbar lange Texte dazu, was das dann eigentlich genau heißen soll. Aber das ist schon ein großer Unterschied, ob wir sagen, jemand lebt in einer Gesellschaft und ist nicht weiter auffällig, sagen wir es mal so. Nach den Maßstäben dieser ganzen Dinge, Sprache, Religion, Bildungsstaat, Wohlstand, ist ein Puerto Ricaner, der in Brooklyn Teller wäscht, nicht integriert. Aber natürlich ist das ein Mensch, der integriert in diesem Sinne ist, dass man sagt, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Wenn ich jetzt nicht über die Integrationsdebatte gleich auch die Armut abschaffen will, was ich jetzt eine Belastung dieser Debatte fände, würde ich sagen, dann nehmt ihr euch zu. Ihr könnt nicht jedes Mal, wenn ihr irgendeinen Punkt habt in der Gesellschaft, der krisenhaft ist oder vielleicht auch gar nicht krisenhaft, würde ich ja auch zu. Also, ich habe es vorhin gesagt, 5000 Flüchtlinge in Frankfurt, wo ist die Krise? Also, da, wo ich herkomme. 5000 im Juli. Weil 5000 Leute werden in Frankfurt keine Krise erzeugen, solange sie nicht bewaffnet sind und um sie schießen. Ja? So, da ist keine Krise zu sehen. 500 in einem Ort, der 1500 Einwohner hat. So, dann haben wir eine Frage auf der Verwaltungsebene. Wo sollen die Leute hin? Dürfen sie sich selber raussuchen? Wer plant das? Ist das durchdacht oder so? Das sind administrative, staatliche Verwaltungsfragen. Es ist ein bisschen blöd und unspektakulär und unutopisch, aber das sind Fragen des Managements von so einer Sache. Die geraten nur unter Druck, und das ist so die doppelte Quelle der Angst, glaube ich. Sie haben das gesagt, so Angst, jemand ist da und hat eine andere Hautfarbe oder Domplatte oder sowas. Das ist vielleicht eine Quelle von Sorgen. Medial dann so. Genau. Da machen die Medien auch viel, tragen viel dazu bei, wenn sie sich für sowas interessieren. Es gibt eine andere Quelle, die Sie auch, wenn man so will, angezapft haben. Und die ist auch nicht, das ist ja auch nicht falsch, darüber zu reden. Das ist die Vorstellung, ganz Afrika kommt. Ja, ich meine, dann ist natürlich mit Management, ich meine, das wird schwer. Also, nein, ich meine das ganz unironisch. Das meine ich ganz unironisch. Wenn wir das als Vision haben, so wie, und das hat, ist, glaube ich, in der Zeitgeschichte gibt es immer mal wieder diese Vision. Die gelbe Gefahr und was ich, so. Wenn wir wirklich sagen, es kommen jetzt wirklich nicht diese, dann sind nicht in Frankfurt 5000, sondern 150.000 oder 300.000, und die sind dann auch in Frankfurt und nicht in Uppsala oder was weiß ich, also so, dann haben wir natürlich ein Szenario, wo ich jetzt beliebig die Bevölkerung zum Wahnsinn treiben kann, ja, und Ängste nicht nur provoziere, sondern die wären ja dann auch berechtigt. Also, ja, genau. So. Und das ist. Also auch das, finde ich, muss man trennen. Das ist wieder so eine gesellschaftliche Angst. Ja? Mehr als so eine staatlich-administrative. Da redet dann niemand mehr über Turnhallen oder irgend sowas. Sondern das ist dann, das sprengt ja dann alle Dimensionen. Und da wäre ja dann zum Beispiel eine Frage, wenn man sagt, wir schrauben das wieder runter auf den Staat. Die haben einen Anspruch. An welchen Staat denn?
ein Weltstaat. Ich habe mich an so Formulierungen immer ein bisschen erstaunt, dass es hieß, ja, das hatte Frau Merkel mal gesagt in einer Rede, wenn die dann aus der Türkei nach Griechenland flüchten und von da nach Österreich und von da nach uns. Und dann hatte dann irgendwie in der Zeitung geschrieben, nee, die sind nicht geflüchtet. Also die aus der Türkei mussten die schon nicht mehr flüchten. Aus Griechenland nicht, aber aus Türkei würde ich machen. Das hat sich jetzt, inzwischen hat sich das auch ein bisschen eingetrübt, das war damals dann noch, also es war noch vor dem Putsch, aber sagen wir mal so, jedenfalls, wenn Sie von Deutschland aus nach Dänemark weiterziehen, flüchten Sie nicht aus Deutschland. Dann sind Sie keine Flüchtlinge mehr im strikten Sinne des Wortes. Und das ist jetzt die Frage, zum Beispiel, das wäre eine operative Frage an Ihr Programm. Ja. Wie würde man das hinbekommen, dass man sagt, an welcher Staat ist denn das jetzt? Ist das jetzt Edinburgh zuständig oder Lissabon oder ist es immer der Staat, den die sich raussuchen, weil sie wollen? Das so klang es ein bisschen. Aber was macht man wenn das dann quantitativ, was es im Augenblick überhaupt nicht ist, ja, also ich will da kein Drama machen, aber es könnte dann eins werden, ja, in so einer utopischen Situation. Wie verhindert man, dass die umschlägt lokal in Dystopie? Ja? Das wäre so eine Frage, die ich hätte. Wollen Sie direkt darauf eingehen? Ja, das ist ein spannender Punkt. Also in der Tat, die Utopie wird nur utopisch, wenn die drei Säulen stehen und also auch niemand gezwungen ist, seine Heimat zu verlassen. Das ist ja heute auch nicht vorstellbar. Aber ich muss es wenigstens mal mitdenken und ansprechen können, weil ich kann eh nicht sofort alle Probleme lösen. Man muss ansprechen, wo Baustellen sind, die man in Angriff nehmen muss. Ich würde, das habe ich jetzt in der Rede sträflichst vernachlässigt, damit sie nicht noch länger wird. Du musst natürlich die Dimension der EU mit reinnehmen. Und ich glaube, das wirkliche Scheitern war ja darin, dass man sagt, also in dem Moment, wo sie EU-Mitgliedstaaten betreten, muss es eine Lösung innerhalb der EU geben. Der Vorschlag, den ich zusammen mit meinem Co-Vorsitzenden Bernd Rixinger arbeitet habe, heißt eine Fluchtumlage. Man kann es auch mit Willkommensdividende übersetzen. Also die Idee war schon, dass es innerhalb der EU nicht nach den Dublin-Regeln funktioniert, sondern dass es eine Quote gibt, wo man zugrunde legt, wie viele Einwohner, wie ist die ökonomische Stärke. Und dann gibt es eine Prozentzahl und da ist klar, Ungarn muss weniger aufnehmen als Deutschland, weil ökonomisch stärker und so weiter, aber ein paar Prozente wird Ungarn auch aufnehmen müssen. Und jedes Land, jedes EU-Mitgliedstaat, der weniger am Ende des Jahres aufgenommen hat, als er prozentual müsste, muss finanzielle Folgen spüren. Und jetzt kann man es drakonisch machen, die müssen dann Strafzahlungen vornehmen oder ihnen werden einfach Fördermittel gekürzt. Oder, ich bin ja immer ein bisschen für den freundlicheren Weg, zu sagen, dass Länder und weiter revolutionär gedacht, bin ich inspiriert durch Gesine Schwan, vielleicht auch runtergebrochen auf Regionen, die überproportional mehr Geflüchtete aufnehmen, dass die deutlich stärkeren finanziellen Zuschuss bekommen für die Entwicklung ihrer Infrastruktur, um die Logik, die jetzt gilt, zu durchbrechen. Jetzt hast du ja so, wenn ein Land wie Ungarn quasi niemanden aufnimmt und dort auch definitiv kein Flüchtling bleiben will, so bei den Bedingungen, die dort herrschen. Also die müssen dort vielleicht nicht mehr vor Bürgerkrieg fliehen, aber was so die Stimmung anbelangt, die in Ungarn produziert wurde, und jetzt kommen ja sowieso alle, die dort sind, erstmal eher in den Knast. Also aber, dass die dort weg wollen, ist klar. Und wenn dann ein Land niemanden aufnimmt, entweder weil sie niemanden reinlassen oder weil dort niemand sein will, weil sie so schlecht behandelt wollen, da muss man halt sagen, dann kriegen die deutlich weniger Zahlungen und andere Regionen, andere Staaten bekommen deutlich mehr. Und das muss halt finanziert werden über eine EU-weite Millionärsabgabe. Das war unser Ansatz, um über den finanziellen Anreiz das zu durchbrechen, was heute gilt. Wer sich einen schlanken Fuß macht, also wer sich total die Menschenrechte mit Füßen tritt, macht halt finanziell sich einen schlanken Fuß. Und das wollten wir durchbrechen, indem es diesen Anreiz gibt dazu. Das wäre eine Umverteilung, die zumindest nicht den kleinen Mann oder kleine Frau, sondern eher den großen Mann und die große Frau betrifft. Und Millionärsabgabe auch deswegen, weil wir natürlich auch innerhalb der EU nicht so eine Stimmung erzeugen wollen, die dann sofort wieder umschlägt in die armen Ungarn müssen fürs reiche Deutschland zahlen, weil da muss ja auch geben und deswegen seid einfach über EU-weite Millionärsabgabe, um das durchzusetzen. Auch das ist schwer durchsetzbar. Sie haben vorhin nach dem Akteur gefragt, ja. Aber natürlich ist mein erster Adressat als Oppositionspolitiker, was die Bundesregierung machen kann und auch wofür sie sich innerhalb der EU einsetzen kann. Und deswegen sind das meine ersten beiden Adressaten. Mir fallen auch tausend Sachen ein, was in China die Parteiführung anders machen kann, was man im Weißen Haus anders machen könnte. Das ist jetzt nur für mich als sozusagen Vorsitzender der oppositionsführenden Partei nicht der erste Adressat.
So, sondern deswegen Bundesregierung und deshalb EU. Und deswegen würde ich sagen, auch übrigens bei den Fluchtursachenbekämpfung, man könnte schon gegenüber allen deutschen, also Banken, die hier eine Lizenz haben, klar durchsetzen, ihr dürft euch nicht an Geschäften wie Landgrabbing beteiligen, findet nicht statt, diese Regelung. Also wir haben jede Menge Beschwerden von NGOs, dass sogar Banken, die noch im Titel tragen oder eine Unterschrift, dass sie was für die Entwicklungszusammenarbeit machen, in verschiedenen Ländern an Landgrabbing beteiligt sind. Und das sind natürlich Maßnahmen, die kannst du unterbinden. Damit ist Landgrabbing nicht sofort überall abgeschafft, aber du hast erst mal ein Zeichen gesetzt und ermutigst andere Kämpfe, die dann wiederum in ihren Ländern sich dafür einsetzen, Landgrabbing und anderen Formen der Ausbeutung die Stirn zu bieten. Vielen Dank, Frau Kipping. Ich glaube, das waren einige Anregungen, wo wir weiter dran denken können. Wir haben ja gehört, die Reihe wird weitergehen. Und von daher bedanke ich mich, dass Sie ein paar Zukunftsideen hier reingebracht haben. Ich glaube, wir haben einiges gelernt. Wir haben gelernt, dass Integration auf extrem langen Zeiträumen betrachtet werden kann und die Diskussionen, die wir oft erleben, die nur eine Zeitaufnahme darstellen, oft nicht so viel Aussagen treffen. Wir haben gelernt, dass wir viel mehr Daten haben als noch vor einigen Jahren zu den Wandlungsprozessen und vielleicht auch genau dieser Austausch hier sehr spannend war. Wir haben gelernt, dass es schwieriger ist, Zukunftsvision zu formulieren, als über Integrationspolitiken und Fehler in der Vergangenheit zu sprechen. Wir haben gelernt, dass keiner der Politiker sich an 30 Minuten Reden halten kann. Wie viel habe ich überzogen? Aber wir haben auch gelernt, dass Integrationspolitik auch mal konstruktiv diskutiert werden kann und nicht nur immer destruktiv. Darum danke ich sehr den Veranstaltern dieser Reihe und danke Ihnen sehr, dass es weitergeht auch. Wir haben das gerade schon von Naika Furutan gehört, die Reihe soll fortgesetzt werden und zwar nicht weiterhin Politiker und Politikerinnen eingeladen werden, sondern Personen des öffentlichen Lebens, die über ihre Vision zur Integrationspolitik für eine Gesellschaft der Zukunft hier sprechen werden. Herzlichen Dank fürs Kommen und herzlichen Dank an meine Gäste hier vorne. Vielen Dank für die Moderation.